Es waren einmal drei Raubkatzen, die das ewige Kämpfen satt hatten. Stattdessen sollte fortan diejenige die stärkste sein, welche am meisten scharfe Gewürze essen konnte. Doch bald begannen alle zu mogeln. Seid ihr bereit für das spaßigste und schärfste Bluffspiel überhaupt? Spicy ist ein Kartenspiel für 2 bis 6 Spieler. Alle Mitspielende ziehen dabei Karten von einem einzigen Stapel. Darin gibt es Chili, Wasabi und Pfefferkarten, also die Gewürze, die die Katzen in ihrem Wettbewerb fressen. Jede Karte hat eine eigene Schärfestufe von 1 bis 10. In seinem Zug kann jeder genau eine Karte verdeckt ausspielen. Dabei wird die Gewürz- und die Schärfestufe angesagt. Alle Spieler legen dann eine ihrer Karten verdeckt auf die zuvor ausgelegte Karte. Sie müssen vom gleichen Gewürz, aber einer höheren Stufe sein. Wer passen möchte, zieht stattdessen eine Karte. Ist das schon alles? Nein, man kann natürlich auch bluffen. Alle können nämlich jederzeit mogeln, was die eigene abgelegte Karte betrifft. Dabei sollte man gehörig Vorsicht walten lassen, denn alle anderen Mitspieler mogeln auch oder können einen jederzeit anzweifeln. Zieht ihr die richtigen Schlüsse, entlarvt ihr eure Mitspieler. Wer die Gewürz- oder die Schärfestufe erfolgreich anzweifelt, der erhält alle verdeckten abgelegten Karten. Diese zählen wertvolle Punkte am Ende des Spiels. Passt ihr nicht richtig auf, werdet ihr selbst zum Opfer eines Bluffs. Gerade wenn man spürt, dass etwas nicht richtig ist, heißt es immer noch Gewürz- oder Schärfestufe erfolgreich anzuzweifeln. Wer falsch liegt, zieht 2 Karten nach. Aber das ist immer noch nicht alles. Wenn ihr eure letzte Karte ausgespielt habt und nicht angezweifelt werdet, erhaltet ihr 10 Punkte als Trophäenkarte. Gewinnt ihr 2 der Trophäen, gewinnt ihr automatisch das Spiel. Ansonsten ist das Spiel zu Ende, wenn alle 3 Trophäen gewonnen wurden oder die Verbranntkarte im Stapel erscheint. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt! Nach ein paar Runden könnte Spicy auch extra scharf spielen. Wer für Fortgeschrittene spielen will, der gibt einfach bis zu 6 der rot-goldene Regelkarten wie die fiese Copycat hinzu. Ein Tipp, bevor es losgeht. Joker-Karten können als irgendein Gewürz oder Zahl ausgespielt werden. Wer derart blufft, der schafft es leichter, sich erfolgreich bis an die Spitze der Nahrungskette zu mogeln. Also lächelt und zeigt eure Zähne, wenn ihr bereit seid für Spicy.